Gut. Hansetag in Köln, ist mir egal. Interessiert mich noch nicht. Aber danke fürs Video. Dir sagen wir dann wieder Felle Eisen. Zack, zack. Alter Schwede. Mach den Stream und PC einfach auf maximale Lautstärke, schreibt er dem Peter. Meinst du wirklich, das hilft? 950 ist sehr wenig für Wolle. Aber ich werde sie ja irgendwie nicht los, Decker. Das ist ja mein Problem gerade. Mir geht es ja erstmal darum, dass ich sie wenigstens loswerde. Und das ist ja der Mindestpreis. Also wenn der jetzt 5 dabei hat, die ersten 4 gehen für über 1000 raus und danach für 950 der letzte. Weil er verkauft ja auch nicht für 950, wenn jetzt noch eine das verkauft wird und der Preis danach auf unter 950 sinkt, ne? Ich laufe mal weg, 1 Meter ist mir zu nah. dann hol dir lautere Boxen. Weil hab ich schon. Oh, okay. Ja, oder Kopfhörer. Wenn du dann so In-Ears zum Beispiel hast oder welche wie ich hier, dann dämpft das ja nochmal ein bisschen das Gewitter außen ab. Kann natürlich auch passieren, wenn es jetzt keine kabellosen Kopfhörer sind, dass du dann noch einen ordentlichen Schlag bekommst, wenn dann der Blitz einschlägt. Obwohl, die meisten Häuser sind da eigentlich schon gesichert, was das angeht. So, du bist da. Das ist gut. Das ist auch sehr wichtig im Moment. Hier nehme ich jetzt wieder 50 Fälle mit. Boah, so viele Eisenware. Wo bleibt der Konvoi? Wo bleibt der Konvoi? Der muss mir auch Geld bringen. Und Tuch. Ja. Der Vitoman. Hallöchen, mein Lieber. Schön, dass du das auch hergeschafft hast. Freut mich. Wir sind aber mehr oder weniger eigentlich beim Schluss machen gerade. Ich will gerade nur noch... Oh, Malmö wird belagert. Zum Glück habe ich innerhalb der Mauern gebaut. Wer baut hier? Hier wird eine Weberei gebaut. Vom Herrn Flözmann. Aber der verliert gleich... Der andere hier, der Behringer, der verliert gleich seine ganzen Betriebe hier. Ich bin ja echt nicht schadenfroh, aber in dem Fall freue ich mich doch. Wer hat mir die ganzen Arbeiter im Mobs hier, der Sack? Deswegen. So, die Heike. Ah, Heike. So, Mann! Heike? So. ...31 Erz, 38 Holz. Das sieht ja schon mal gut aus. Wir haben auch wieder Erz auf Restlager. Das ist auch gut. Holz sowieso. Oh Junge, Junge, ich brauche hier noch ein Lager. Ich brauche hier noch ein Lager. Das war aber zu erwarten. Also in Lübeck habe ich damit gerechnet, dass ich auf kurz oder lang hier ständig neue Lager bauen muss. Wo ist eigentlich mein anderes Lager? Ich weiß es nicht. Ich meine, jetzt haben wir wieder Platz. Jetzt ist es egal. Aber hier war irgendwo mein Lager, oder? Hier. Hier steht's. Ja, stellen wir das andere direkt daneben. Schön. Da ist es. Ja. Gesamtkosten 700 die Woche. Abend erstmal an alle. Schön, Dimitri. Freut mich. So. Du sollst dann mich jetzt auch Wolle mitnehmen. Da bin ich sehr gespannt, ob du so gut los wirst. Ich werde mal eben speichern. Zack und zack. Ich werde sie nochmal markieren. Und dann einmal schnell Vorlauf machen. Jawoll! Ach, Gänsehaut. Ach, schön. Ach, Devito, du hättest früher kommen müssen, hätte ich mehr Glück gehabt. Devito ist halt mein Glücksbringer. Der erfahrene Ratsherr LP mit Robin und Co. aus Lübeck hat im Mittelmeerraum neue Handelsmöglichkeiten erschlossen. Wunderprächtig. Das heißt, die sind jetzt wieder da und sie haben dabei 267 Tuch und einmal Wein? Verdammt, ich habe irgendwo Wein vergessen rauszunehmen. Ach nee, warte mal. Der Wein könnte gekommen sein durch den neuen Warenumschlagsplatz. Jawoll! Nizza, nicht Genua, okay. Ah, hier habe ich mich ein bisschen verklickt. Ich wollte eigentlich hier unten die Südspitze haben, wie in Karalis. Obwohl ich gar nicht weiß, ob die im 1300 überhaupt einen Warenumschlagsplatz war. Die wollen Felle und Bier haben, geben dafür Wein und Tuch. Perfekt, würde ich sagen. Perfekt. So.
Okay. Die fahren jetzt erstmal zurück. Die sind bei 86%. Das ist schon ordentlich. Oh, wer war angegriffen? Von Biosmith? Nee. Wer bist du? Helsing? Van Helsing hat nur noch ein Schiff. Der hatte mal 4 oder 5, ne? Guten Morgen, Devi. ich habe wieder was vergessen. Und zwar das hier. Und hier lohnt es sich nicht. Also fahre ich weiter. So. 112.000. Es wird wieder ein bisschen mehr. Aber die nächste Abrechnung kostet mich mal wieder 90.000. Hier lohnt es sich schon wieder ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ab nach Scarborough. Ey, komm, die wollten ja sonst immer Fälle ohne Ende haben, ne? Ansonsten muss ich die mit exportieren. Jetzt haben wir ja eine schöne Stelle gefunden. Junge, Junge. Weichst du bitte aus? Weichst du bitte aus? Tobi! Jedoch. In Malmö werden gerade auch Fälle benötigt. Man könnte Frank auch sagen, dass der zum Beispiel, wenn er Malmö sowieso noch anhält, auch nochmal Fälle verkaufen darf. Für mindestens 1-2. Was er dann noch übrig hat, bringt er sowieso nach Lübeck, wo es ja hin soll. Fälle und Eisen. Speichern. Okay. Es geht voran. Oh, Riga wird auch belagert. Ist jetzt Juli immer so Belagerungszeit oder was? Hm? Nicht alles am Bier losgeworden. Bisher. Haben wir aber auch nichts mehr auf Lager, okay. Honig. Jetzt sag mir nicht, ich werde den Honig hier nicht los. Das wäre schlecht. Weil ansonsten kann ich dann nämlich auch zum Beispiel sagen bei Tobi E., dass er den Honig nicht mehr einkaufen soll, weil ich das überhaupt noch drin hatte. Und dann kann der Frank den Honig immer mitnehmen und nach Hause fahren. So als Idee. Ja. Gewürze sieht gut aus erstmal. Erstmal. Fisch haben wir auf Lager, wie wir es wollten. Lecker, was würdest du denn bei der Wolle sonst für einen Preis vorschlagen, dass ich dann noch dementsprechend 10 pro Woche loswerde? Weil produzieren tue ich das Gedönse momentan für 930. Ach je, es wird ja wieder teurer. Und ich werde keine Arbeiter. Doch. Oder das liegt an der Belagerung. So, du bist angekommen. Jawohl, 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 jawohl. 40.000 nur Mist. Das reicht nicht. Ah, in London wollen sie gerade, verdammt. Ah. Oh, der Konvoi, der wird schön voll beladen. Wird er lossegeln. Und diesmal nur verkaufen. So, Belagerung, Nachricht. Was, wie, wer, wo? Oslo wird belagert. Na, zum Glück habe ich in Oslo. Nee, Quatsch. Sie wurden belagert. Oh nee, jetzt sag mir nicht, ich soll denen auch noch was zahlen. Nee, doch nicht. Es kündigt sich eine Belagerung an. Aber es kann passieren, dass die von mir verlangen, dass ich da was zahle, ne? Gut, ich habe nichts draußen gebaut, weil ich so viele Arbeitnehmer hier habe. Kann das echt sein? So, warte mal. 18, 18, 18, 18. Weniger, gut. So, Freundchen, du lädst hier bitte mal ab. Zack, zack. Gerade so bis zur Grenze. Oh, habe ich nicht aufgepasst. Aber das Lager ist bald fertig, oder? In 9 Tagen. Gut. Dann sofortige Reparatur. 7 Tage. Aber gut, es war jetzt auch eine große Tour, ne? 4 Punkte sind wir abgefahren. So, Heike hat bestimmt diesmal sämtliche Fälle verkauft, ne? Nicht? Ich denke, die haben Fällemangel hier. Die für 715. Für 1, 2 hier. Hatte ich jetzt hier. Ich vergesse langsam echt, wo ich hier noch Kontorhandel drin habe. Was? Angriff? Ach nö.
Das musste jetzt natürlich kommen. So, friss oder stirb. Zu wenig Schaden? Oha. Hier kannst du euch nochmal fressen. Dreh mal schön bei. Oh, schieß auch noch daneben. Wunderbar. Jo, da hat er gesessen. Dem haben wir eine... Ein irgendwas weggeschossen. So. Sehr schön. Dann bin ich wohl nochmal so frech und schieß nochmal hinterher. Oh, der weicht aus natürlich. Na los, ach oh Mann. Bisschen Land hier winnen hier. Raum hier winnen. So, dann kann er mich nicht mehr die Zange nehmen. Wenn ich gestern treffen würde, wäre natürlich richtig gut. Naja, wenigstens einer. Aber es sind halt zwei Bombarden, ne? Statt Kanone und Bombarde. Aber eigentlich hätte ich gedacht, die Bombarden. Ja, doch, machen sie eigentlich auch. Aber sind halt nur zwei, ne? Dass die halt gut Grundschaden machen am Rumpf und so. Wenn sie treffen, wenn sie treffen. So, Kumpel. Dann sag ich dir jetzt noch einmal hier leb wohl. Und dampf dann selber ab. Boah, so einen Kampf lasse ich mich nicht mehr ein hier. Sekunde, ich habe für 1150 eingestellt. Was? Wie? Wo? Was meinst du mit 1150 eingestellt, Decker? Ach so, den Preis. Ach so, für 100 mehr das Fass. Könnte ich probieren. Aber ich habe eher die Befürchtung, dass ich das noch weniger loswerde dann. Aber auf der anderen Seite könntest du doch recht haben bezüglich, dass es ja unter 1200 ist. Der Durchschnittspreis, sage ich jetzt mal, den ich hier immer gesehen hatte, war 1200. Bei Wolle waren wir jetzt, ne? Nicht bei, Fälle. Pass auf, ich höre mal da auf dein Rad und speichere das hier so ein. Ich bin jetzt hier so ein bisschen in der Grätsche zwischen das Zeugs loswerden und für einen guten Preis auch loswerden, ne? So. Datei speichern unter, das war die Heike, Erzholz. So. Zack. Tobi E. Hier. Diese Schiffsglocke, wa? Wenn da irgendwo so ein kleines Gewitterchen ist, das geht mir so auf den Zünder mittlerweile. Ich glaube, man kann die nicht ausstellen, oder? So. So, da fällt mir ein, der Lord Wenix, der hat's auch irgendwie vergessen, mich zu raiden, wa? Oder ist der immer noch live? Der alte Funstott. Funstrott? Ihr wisst schon, was ich meine. Tobi E ist Bierost. Speichern. Speichern. Wenn du selber für 900 bastelst, dann für dann ist 1150 schon okay, würde ich mal also sagen. Im Prinzip auf jeden Fall, dass man Gewinn rausholt. Man muss ja auch noch den Transport mitfinanzieren und der Transport selber wird ja auch nicht im Herstellungspreis mit eingerechnet hier im Spiel, habe ich das Gefühl. Dort übrigens ist doch live. Ah, okay. Ich dachte, der ist schon offline. Weil der hat schon eine Stunde vor mir angefangen. Oder zwei. Okay. Hatte ich hier auch Wolle im Transport als Verkauf drin? Ja, da machen wir hier auch 1150 draus. So. Und dasselbe dann auch beim Cookie, ne? Das hier war Fülleisen. Ja. Cookie hier. Ist Wolle losgeworden. Okay. Na dann sagen wir dir jetzt sicher auch 1150 jeweils. Jetzt haben wir halt die Händler schon mal ein bisschen heiß drauf gemacht und dann müssen wir denen jetzt auch sagen, nee, also so in schwere Zeiten, über wird belagert, jetzt ist der Preis gestiegen, aber ihr habt hier den Vertrag unterschrieben und von daher müsst ihr mir das jetzt abkaufen. Ne? Das nee, so natürlich nicht. Alter Schwede, schon wieder so spät, Mann. Dieses Spiel, ne, dieses Spiel wird mich irgendwann noch in den Untergang treiben. Auch wenn ich es liebe.
Ja, schon anderthalb Stunden länger live als du. Ja, jetzt habe ich doch richtig im Kopf gehabt irgendwo. So, wieder vergessen, natürlich, aber zum Glück ist immer noch Bedarf. Naja, oder auch nicht. Ich mache natürlich trotzdem immer noch 200 Gewinn pro Fass. Aber wir wissen ja, bei Fälle gibt es manchmal so utopisch hohe Preise. Jetzt wird in Edinburgh benötigt. Ihr wollt mich doch jetzt. Nee, ihr kriegt keine Spende von mir. Ich hätte gern selber eine. So. Hau raus, das Zeug jetzt hier. So. Haben wir wieder ein bisschen Geld. Richtfest. Lagerhäuser. So, der Konvoi ist repariert. Das finde ich schön. Das finde ich gut. Dann sagen wir nämlich dem Konvoi jetzt, dass er bitte mitnehmen darf. Ziemlich viel Eisenwaren. Und nochmal ein Fofi-Abfälle. Nimmst du Huni-Anfälle mit? So. Der sollte ein ordentliches Sümmchen nehmen. Ich hoffe es. Denn wir sagen ihm jetzt, dass er losfahren darf. Und zwar. Auch eigentlich kannst du ein bisschen Wein mitnehmen. Ach, ich finde es so schade, dass ich nicht die Menge einstellen kann, ne? Ah, okay. Felle und Pech. Felle Bier. Honigpech. Hier war Pech und Eisenwaren. Pech und Eisenwaren. Na gut. Ich will loswerden. Felle. Kannst du Wein und Tuch dafür eintauschen? Ist okay, machen wir C1. Danach fährst du hier. Nee, wo war das? Eisenwaren, Eisenwaren. Danach fährst du hier rüber und kaufst nichts ein. C2. Los geht's. Es dauert dann nicht ganz so lange, wird wahrscheinlich 2 Monate dauern, wenn überhaupt so lange. Dann haben wir da aber hoffentlichst die besten Preise drin. Ne? Und ich sehe schon, die Heike nimmt zu wenig Eisenwaren mit, wa? Weil ich sehe hier immer wieder mal in Malmö, Eisenwarenmangel. Bist du angekommen? Bist du auf dem Weg. Wir speichern nochmal. Nicht, dass der Konvoi jetzt noch angegriffen wird auf dem Weg dahin. So, jetzt haben wir immer noch Lagerprobleme. Nee, Quatsch. Hab ich verguckt, alles gut. So, die letzten Berichte. Lagerraum gemietet, ja. In Malmö muss ich noch eins bauen, glaube ich. Wir gucken gleich mal. Spende, nein, abweisen. Auch wenn es nur 6.000 sind, aber momentan ist gerade echt schwierig. Welche Stadt? Rostock schon wieder? Hör auf. 28 Tobi E, das war mal gut. 52.000 für Heike, sehr schön. Unter anderem wegen der Wolle bestimmt. 15.000, 40.000. Achso, hier ist der Bericht. Ja. Ah, für Eisenwaren hatten wir schon mal deutlich bessere Preise gekriegt, ne? Für 392 oder so hatten wir schon mal. Geht also runter, wenn man zu oft hinfährt, oder wie? Dann müssen wir vielleicht doch mal einen Vertrag abschließen. Ja, und hier Nizza hatten wir entdeckt und deswegen hat er gleich noch von den letzten paar Groschen, die er noch hatte. Mit 71 Groschen ist er zurückgekehrt. Wow. Richtig, richtig gut. Also, da werde ich noch reich von. Hier ging es um Ausfuhrzoll. Ein, was? Strafe? Nee, Boykott ging sogar. Wurde abgelehnt. Okay. Tobi E. fährt jetzt mittlerweile auch gut Geld ein durch den Wolleverkauf. Finde ich schön. 44.000 bei Herr Heike. Hier war die Ankündigung wegen dem Hansetag. Und damit hat sich das hier erledigt. Gut. Wolle, 60 Stück. Autsch. Ach, Kontohandel. 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 Habe ich schon 1.200 drin. Das ist okay. Nee, ist es nicht. Ich mache 1.150. Dann habe ich es überall einheitlich, ne? So. Und hier oben hatten wir, glaube ich, auch noch den Verkauf drin, oder? Yep. Nö. Frank, was habe ich dir nochmal gesagt, wie du das machen sollst? Ich mache wirklich gleich Feierabend, Leute.
Ich bin sowas von durch. Verkaufen, hatte ich ihm gesagt. Das ist aber eigentlich nicht so gut. Das haben wir jetzt hier wieder. Fällereisen speichern. Speichern. Und dann sagen wir jetzt über den Kontohandel, dass es hier verkauft werden soll. Zack. 1150. Und da wollte ich 10 auf Lager halten. Damit Cookie auch Wolle mitnehmen kann, ne? Und Cookie hatte ich das auch gesagt, dass er mitnehmen soll, oder? Genau. Für 1150, okay. Es ging nur um Wolle, Decker, ne? Nur um Wolle. Alter. Pelle zum Beispiel verkaufe ich auch nie unter 1100. Ja, da hatte ich aber das Problem, dass ich dann das nicht mehr losgeworden bin, des Zeugs. Jetzt wiederum habe ich ja wenigstens mehrere Abnehmer auch im Mittelmeer. Vielleicht solltest du mal eine Expedition machen, nur zum Verkauf oder ohne Einkauf. War eigentlich gerade der Plan, aber ich wollte gerade noch ein bisschen wieder was mitbringen. Weil es wird langsam weniger hier. Ne? Wieder ein bisschen die Vorräte auffrischen. Und dann war ja der Plan, das hatte ich schon vor einer ganzen Weile gesagt, vor 2 Stunden oder so, glaube ich, dass ich das auch einfach mal nur verkaufe, wenn ich... Decker, wie ist denn das eigentlich mit Amerika? Da gibt es dann komplett nur Tauschhandel oder kann man da auch verkaufen, also dass man da Geld bekommt? Da wird wahrscheinlich nur Tauschhandel sein, ne? Nehme ich mal an. Oder vielleicht erst ab 1429 dann in-game, dass man dann verkaufen kann. So, wir haben so viel Geld hier liegen, ne? Wir müssen das mal loswerden. Ich glaube, wir werden im nächsten Stream wirklich eine Handelsroute einrichten, die Felle und Eisenwaren komplett nur exportieren geht in die Nordsee und nichts kauft. Absolut nichts kauft, nur exportiert. Muss ins Bett. Na dann schlaf gut, Peter. Danke, dass du da warst. Hab mich ja gefreut. Gute Nacht und bis die Tage oder so. Alles klar. Nächsten Freitag ist dann wieder... Beten wollte ich. Nächsten Freitag ist dann wieder Wahrheim Multiplayer. Ja, und bei Wahrheim wollen wir dann endlich in die Krypten. Dass wir uns Eisen farmen aus den Sümpfen. Letztes Mal hatten wir irgendwie nicht so viel Glück dabei. Irgendwie, ich glaube, wir hatten keine Krypta gefunden, weil das Sumpfgebiet, was wir uns da rausgesucht hatten, zu klein war. Dann war schon kurz vor 23:30 oder 23 Uhr und der Evil musste ja dann schon wieder gehen. Und da haben wir dann gesagt, okay, dann fahren wir gleich zurück, dann fahren wir beim nächsten Mal komplett von Anfang an in die Krypten rein. Versuchen uns vorher vielleicht nochmal ein bisschen Giftwiderstand zu craften und so. Decker schreibt, muss ich testen, da erstmal eine Stadt finden. Dann kann ich dir das sagen. Nächste vom Stream von Patricia, kann ich dir das dann sagen. Achso, okay. So. 142.000, wir können wieder eine Woche zahlen, wow. So, Leute. Ich gehe ins Hauptmenü. Dann tabbe ich hier raus und dann gehe ich in Just Chatting. Ich hoffe, euch hat's gefallen, Leute. Blöd wie immer. 160 Aufrufe, what? Warte, es waren vorher? Lass mich nachdenken. 50, 60 Aufrufe vom Kanalaufrufe irgendwie. Nee, er zeigt mal, das wäre für die Sitzung gewesen. Also entweder haben ganz viele Leute ganz oft neu laden müssen. Einer war ja auf jeden Fall dabei, dass er neu laden musste, weil es dann doch von der Auflösung her zu hoch war. Oder anders. War wieder eine schöne Runde, Patricia 2, schreibt der Cookie. Danke dir, mein Lieber. So. Jetzt ist die Musik wahrscheinlich wieder zu laut, ne? Ach, ich kann auch andere Musik reinmachen, passt auf. Machen wir das da weg. So. Mach ich einfach andere Musik rein. Das geht auch. Quatschen wir noch ein bisschen. Nee, das ist nicht der Browser. Hier ist der Browser, den ihr auch nicht sehen könnt. Nicht, dass ich was zu verheimlichen hätte, aber...
Manchmal werden ja einem doch Sachen eingeblendet, die man gar nicht zeigen möchte, ne? Und welche Spam-Dinger. So, was horchen wir uns an? Warte mal, ich habe hier umsortiert in meinen ganzen Links. Nee, wir horchen uns nichts an, Leute. Wir gehen jetzt raiden, oder? Was meint ihr? Nee. Raid mache ich zum Ende. Raid mache ich ganz zum Schluss. Wir quatschen noch 5 Minütchen und dann machen wir noch einen Raid und dann machen wir Feierabend, ne? So, ich habe irgendwelche Nachrichten bekommen. Die werde ich mir danach noch angucken. Wo ist denn mein Link, den ich hier mal. Ich habe umgeräumt mit den ganzen Lesezeichen hier. Da haben wir da was. Wie laut ist es? Wahrscheinlich zu laut, ne? Ja! Ja, ist auch wieder ein bisschen sehr laut, ne? Wenn ich das so mache, dann sollte es nur ein leichtes Geklimper im Hintergrund sein. Ich mach mal von vorne. So. Das ist auf jeden Fall auch lizenzfrei. Na, der Videoman, hast du denn mein Infovideo von heute nicht gesehen? Ne? Und meine 2 Abstimmungen? Ne? Nee, um deine Frage zu beantworten, ich twitche jetzt nur, streame jetzt nur noch auf Twitch. Also ich twitche jetzt nur noch. Auf YouTube mache ich ganz nochmal weiter mit den Let's Plays. Aber hier auf Twitch habe ich einfach mehr Entfaltungsmöglichkeit, wie ich persönlich finde, bei den Streams. Ob es nun sei, dass man vorgeschlagen wird und welchen Leuten. Oder ob es sei, dass hier halt auch viele Leute, mit denen ich in Kontakt stehe, selber auch streamen, sodass man sich gegenseitig raiden kann. Was mir persönlich einfach Spaß macht. Man unterstützt sich gegenseitig mit diesen Raids auch. Und das macht auch ein bisschen Stimmung. Bringt noch ein bisschen Halligalli in den Chat mit rein. Und dann, wie gesagt, auch schon über den ganzen Stream hinweg, welche Möglichkeiten Twitch mir so als Spielerei noch bietet, sobald ich halt gewisse Erfolge erzielt habe. Wie zum Beispiel so und so viele Follower, so und so viele durchschnittliche Zuschauer pro Stream. So und so viele Streams pro Monat irgendwie wohl wir auch. Oder pro 30 Tage. Da muss ich auch nochmal genauer gucken, ob das wirklich 30 Tage sind. Sonst muss ich eventuell auch mal das so machen, dass ich einen Spoiler-Stream einführe, habe ich schon überlegt. Also sprich in dem Moment, wo ich eigentlich aufnehme. Das auch gleichzeitig streame, aber die Aufnahmen dann halt erst dann auf YouTube erscheinen, wie es der Plan ist, ne? Das wäre dann sozusagen der Stream, wo die Leute freiwillig da sein können. Das ist aber dann die Frage, ob das nicht sogar mal den Durchschnitt runterzieht wieder, ne? Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, was ich da mache. Aber eigentlich hatte ich nicht vor, jetzt noch einen zweiten Wochentag einzufügen mit einem weiteren Stream. Stattdessen sogar eventuell nicht mehr jeden Freitag zu haben. Weil es kann eventuell passieren in der nächsten Zeit, dass sich bei mir mein Privatleben auch insofern ändert, dass ich nicht mehr jeden Freitag kann. Dass ich dann irgendwie sage, okay, dann halt jeden zweiten Freitag und dafür dann jeden zweiten Samstag nochmal oder Sonntag oder was auch immer, dass wir so einen Mittagsstream machen oder was auch immer. Was wiederum dann gleichzeitig meinen Aufnahmeplan durcheinander wirft. Ist ja alles durchgetaktet bei mir momentan. Ich habe jetzt den Urlaub auch so gut wie gar nicht für Vorproduktion genutzt, so richtig. Also nicht so, wie ich gekonnt hätte, sondern ich habe auch Urlaub gemacht, habe mich auch erholt. Und erst gestern habe ich mich dann, also vorgestern laut Datum mittlerweile, dann endlich an Twitch rangesetzt. Und deswegen ist alles ein bisschen komisch bei mir gerade. Und die Möglichkeiten für die Mods sind auch besser, schreibt der Cookie. Ja, da hat er recht. Da habe ich auch sehr gestaunt, wie viel mehr Möglichkeiten ein Moderator auf Twitch hat als auf YouTube. Und ich kann ja, wie gesagt, sogar noch gucken, was. Also irgendwo muss ich das rausfinden. Noch gucken, was er alles noch so machen kann und was nicht. Zum Beispiel hatte ihm ja heute die Möglichkeit gefehlt, eine Nachricht zu entfernen, wenn da irgendwie mal jemand irgendwie was sehr Unhöfliches schreibt, aber ohne verbotene Wörter oder so. Dass ich nicht raustappen muss aus dem Emulator zum Beispiel für eben Patricia 2. Nein, bin doch wieder arbeiten, da habe ich Handy nicht am Mann. Ach so, okay. Ja, hätte sein können, dass du es vorhin gesehen hast, als du dann nach Hause gekommen bist oder so und deswegen hier bist. Weil darüber ging das eigentlich. Das Video. Also, gesehen wirst du es haben, aber vielleicht nicht vollständig oder nur mit einem Ohr zugehört. Also, irgendwie musst du es gesehen haben, das Video, das Infovideo, dass ich jetzt auf Twitch bin. Oder du hast die Abstimmung gesehen. Eins von beiden irgendwie so. So, Mucke passt, ne? Würde ich sagen. Ja, vom Pegel her war die Rede. Wobei ich sagen muss, einzelne Nachrichten löschen fand ich bei YouTube einfacher.
Ich denke mal, es wird auch einfacher für dich sein, wenn ich die Einstellung gefunden habe, dass du es auch machen kannst. Musik passt, schreibt Cookie. Danke. Weil bei mir ist es so, dass ich direkt neben der Nachricht die Symbole habe, die Person rauszuschmeißen, die Nachricht zu löschen oder die Person zu timeouten. Direkt neben der Nachricht habe ich das als Symbol drin. Und ich denke, das werde ich dir auch geben. Ups. Das werde ich dir auch geben können. Ich muss bloß rausfinden, wo du stehst. Genau, ja. Das sind die Symbole dann. Nur kurz, wo ich auf Toilette war, schreibt der Vito-Man. Was, wie, wer, wo? Achso, du warst auf Toilette? Achso, auf Arbeit auf Toilette und hast dir nur kurz das Video angehört. Ah, okay. Also, musst du ja natürlich ohne dich machen. Dann kannst du dir ruhig Zeit nehmen, wenn ich so ein 7-Minuten-Info-Video hochlade. So, da ist er wieder. Ist er wieder, schreibt die liebe Katharina. Ich muss hier mal kurz was klicken. Ich habe nicht derzeit so einen roten Rahmen im Gesicht, den ihr nicht sehen könnt. Ich muss jetzt halt Rechtsklick auf dem Namen machen. Dann auch noch bei der richtigen Nachricht. Ach so. So kannst du es doch machen. Okay, ja stimmt. Das hast du ja von geschrieben. Stimmt. Ah, dann ist das für mich nur so einfach, weil ich halt im Stream mehr zu tun habe, als da jetzt noch einen extra Rechtsklick zu machen und so, wenn es mal schnell gehen muss und so. Okay. Ja, gut. Aber auf der anderen Seite, ob du da jetzt einen Rechtsklick machst bei Twitch und die Person dann rausballerst oder ob du bei YouTube einen Linksklick machst auf die drei Punkte und dann die Person rausballerst oder die Nachricht, das ist, glaube ich, auch gehops wie gesprungen, ne? Oder hast du da einfach noch mehr Optionen einfach? Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Katharina draufklicke, rechtsklicke, da habe ich nur drei Optionen zur Auswahl. Also timeouten, löschen und bannen. Musste dann wieder kochen, da habe ich auch kaum Zeit. Ja, verständlich, Devito. Verständlich. Deswegen, also, sowas brauchst du dir dann natürlich nicht auf Arbeit reinziehen. Wenn du zu tun hast, hast du zu tun. Guck dir sowas einfach dann in Ruhe an, wenn du nach Hause kommst und dann wirst du schon merken, okay, der dicke Alte, der ist jetzt auf Twitch online und nicht mehr auf YouTube mit seinen Streams. Und dann passt es doch, ne? So, Leute. Seid ihr wach? Seid ihr bereit? Unser erster Twitch-Raid? Was meint er? Krieg's hin? Verkacke ich's? Wie immer? So. Ich mach mal hier Mucke wieder aus. Dann gehe ich hier mal auf Dingensbummels wieder. So. Ach, interessant. Steuerung L ist in Mozilla also auch was anderes. Gut zu wissen. Herrlich. Schön. Okay. Ach, cool. Guck mal, den kennen wir. Den kennen wir, oder? Den werden wir jetzt nicht, nee. Wo schiebe ich denn dich jetzt mal hin? Komm mal hier hin, dann machst du mein Discord mal dahin. So, geteilter Bildschirm. Genau. So. Kanal Raiden. Wollen wir Gronkh raiden? Der hat gerade 30.000 Zuschauer, der braucht noch ein paar mehr. Was meint er? Nee. Ach, Leute, jetzt würde ich am liebsten drei Leute raiden. Das ist jetzt schwierig. Ich habe da nämlich einen Streamer schon eine ganze Weile unter Beobachtung, der mir sehr sympathisch ist, weil der eine sehr, sehr trockene, sarkastische Art an sich hat, aber ganz lieb ist. Und der streamt gerade mit einem anderen Streamer zusammen, Valheim. Und die machen da echt schöne Sachen dabei. Fenrir, schwer zum Gruße, mein Bruder. Mensch, wir sind gerade beim Feierabend-Raid. Herrlich. Hast du gerade Feierabend gemacht, oder wie? Ich bin nie bereit, schreibt Cookie. Schön. Raide doch Lord Renix, der ist noch on. Ja, und den wollte ich gerade zuerst raiden. Pass auf, wäre es okay für euch, wenn wir drei Raids machen? Wir beeilen uns auch, okay? Machen wir drei Raids. Ich wollte eigentlich schon vor 10 Minuten im Bett liegen, aber okay. Ja, gerade Feierabend gemacht. Ja, Mensch. Warst du gar nicht hier live? Ach, ich habe dich hier gar nicht... Ach, scheiße, ich habe dich hier noch gar nicht hinzugefügt. Muss ich noch machen. Stimmt. Na, pass auf, dann sind wir jetzt wenigstens 9 Leute. Wäre cool, wenn ihr da komplett mit dabei seid. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hintereinander weg mehrere Raids machen kann. Ich hoffe. Katharina, weißt du, ob das geht? Oder jemand anders hier, der öfter auf Twitch ist? Kann ich jetzt mehrere Raids hintereinander machen? Weil ich verstehe es eigentlich so als Raid, dass dann... Nee, es müsste eigentlich gehen, ne? Es müsste gehen. Ja, Cookie, das ist auch meine Überlegung. Ich dachte, mein Stream wird dann beendet jetzt, dachte ich.
Ich glaube nur einer, schreibt Katharina. Okay. Nur ein, schreibt Fenrir. Ach. Na gut, dann wären wir. Ich mach's mal kurz anders. Ich blende es euch mal ein, damit ihr euch die Leute schon mal merken könnt für die Zukunft. Ey, kommst du mal her hier? So. Mich mit Hund und Lord Curse. Die zwei. Also, der Mich mit Hund ist derjenige, welche, den habe ich auch schon mal in einem anderen Stream mal kurz gezeigt. Das ist derjenige, welche mit dem schön trockenen und sarkastischen Humor. Lord Curse ist so ein, ohne es böse zu meinen, so ein richtiger Ork. Also im Sinne von, hat immer einen geilen Spruch auf Lager. Hottet auch einfach mal ab, wenn irgendwo ein Follow reinkommt und dann richtig schön mit Linkin Park Sound im Hintergrund und alles. Die beide, die habe ich, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, hier bei Twitch loszulegen, habe ich die entdeckt für mich und habe gesagt, yo, da gehst du auf jeden Fall mal rein, sagst mal Hallo. Freundlich empfangen natürlich, wie sich das gehört. Und die streamen öfter, also auch öfter in der Woche und alles. Die beide sind von mir persönlich sehr wärmstens zu empfehlen. Wir gehen jetzt aber zu World of Warcraft, dem Lord Rennix, ein alter Freund von mir. So. So. Auch so ein kleiner Grufti, wie viele von euch sagen würden. Bruder, ich muss los, wünsche euch eine gute Nacht. Warte, Fenrir, noch ganz schnell den Raid machen. Ich habe 11 Leute. Leute, ich habe 11 Leute. Fenrir, ganz schnell, wir machen nur noch schnell den Raid, ja? Mehr nicht. Mich nicht, bin auch gleich weg. Nein! Nein! Hör auf! Nein, Lord Rennix, dein Ernst? Nein! Ich wollte dich gerade raiden, Mann! Alter! Und du wolltest mich raiden, du Sack! Gibt's doch jetzt nicht! Ah! Ja gut, wenn er sagt mich nicht, dann nicht. Dann gehen wir jetzt halt mit allen Leuten rüber zu Mich mit Hund. Fertig, aus. So. 3, 2, 1, los. Ich muss noch Play drücken. Ist nur für Erwachsene geeignet, okay? Anschauen. Werbung kommt auch noch. Ach, herrje. Hier sehe ich aber gar nicht seinen Chat, ne? Achso, ich muss jetzt nochmal auf Raid beginnen klicken. Alles klar. Lande ich dann jetzt in seinem Chat? Ja! Wir landen, glaube ich, in seinem Chat, oder? Ich weiß gar nicht, seid ihr jetzt so... Ihr seid gar nicht bei ihm jetzt so drin, oder wie? Ach, jetzt kann ich hier drücken, jetzt raiden. Ah... Oh, ja, schau mal einer, guck. Ja, schau mal einer, guck. Da sind wir drin. Ja, schön. Warte mal, jetzt bin ich da. Da sind jetzt die Chatregeln von ihm. Ich glaube, ihr hört mich jetzt nicht mehr, oder? Jetzt muss ich mir das aber irgendwie anders aufrufen hier im Moment. Zurück. Zurück. Oh Mann, Alter. Das Original. Trink, was dir Spaß macht. Jetzt eiskalt erfrischen und eiskalt genießen. So schmeckt nur Vitamalz. Natürlich alkoholfrei. Vitamalz. Einfach mal wieder probieren. Für alle, die Sport lieben. Vitamalz Sport. Isotonische Kalorien verdammte Werbung. Weniger süß. Ich hatte das nicht verstanden. Okay. Soll mit Cici noch ein bisschen sparen? Ja, Cici spart. Cici hat 50.000. Den könnte Cici... Nee, Moment. Cici braucht ja noch 40.000. Nee, ja. 82.000. Also 32.000, genau. Aber auf jeden Fall hat der erste Raid... Ach, das war der erste Raid. Ich gehe nochmal zurück. Ach. Nee, ich muss, schlafen ist keine Option, oder? So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich jetzt hören könnt. Falls ja, lasst gerne mal ein Follow da, ja, bei dem Lieben. Pirella fährt wieder mit Schiffchen irgendwo in der Gegend. Ja, das ist, dann ist es wahrscheinlich keine Option. Okay, dann mache ich wieder... Entschuldigung. Das ist jetzt zu sehen bei ihm, nee.
Das war der allererste, das war der allererste, allererste Raid überhaupt. Dann fühle ich mich ja noch mehr geehrt. Ui. Ja, wir sind, wir werden, also wenn ihr es sehen könntet, Micha könnt ihr sehen, den Lord auch, Cezi auch. Die können rot meisten werden, Kuchen und ich nicht. Ich werde eher nicht rot, ich bin das von Haus aus. So, Lord, ich suche gerade dein Haus. Ich bin aber ein bisschen zu dumm gerade. Siehst du dieses wunderschöne Gebilde aus arschgelecktem Marmor und Gold, welches hoch am Himmel prächtig prachtet? Dieses herrlich konstruierte, facettenartige Geschöpf von Gebäuden? Die Hütte daneben ist meins. Robin hat heute zum ersten Mal auf Twitch gestimmt. Oh, dann? Na nett. Wenn es dann funktioniert dann hat, umso besser. Scheint ja funktioniert zu haben. Umso besser. Willkommen. Ich hatte ja auch mal auf Twitch gestreamt, vor langer Zeit. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal mal vor langer Zeit auf Twitch gestreamt. Hast du das Steinhaus gefunden, wo die Windmühle davor steht? Ich sehe eine Windmühle, aber... Nee, das andere. Die andere Windmühle. Da muss ich gerade rumturnen. So, ich habe jetzt echt keine Ahnung, Leute, ob ihr mich noch hören könnt. Für den Fall der Fälle, herzlichen Dank fürs Mitmachen, herzlichen Dank fürs Raiden. Wäre noch cool, wenn ihr da noch ein bisschen Follow da lasst. Vielleicht guckt ihr euch das noch ein paar Minuten an. Na bitte, geht doch. Van Misthoven hat's gemacht. Van Misthoven, Mensch, du warst da? Warum hast du nichts gesagt? Aber freut mich. Nee, Moment, das war jetzt bei mir. Ach, schön. Danke, Van Misthoven. Schön, dass du gerade zum Abschied kommst. Wir haben gerade den Abschiedsraid gemacht bei Mich mit Hund. Ist ein ganz lieber, mit schön trockenem Sarkasmus als Humor. Ich mache jetzt hier Feierabend, falls ihr mich noch hören könnt. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich weiß es echt nicht. Ist gerade mein erster Raid. Wünsche euch noch ein schickes Wochenende. Macht's gut und bis bald. Ciao. So, wie beende ich denn den Kram jetzt hier?